Hallo und herzlich willkommen zurück zu Castlevania Lords of Shadow 2. Wir scheinen wohl jetzt im Hort der Gorgons zu sein, denn vor uns leuchtet es erstaunlich rot, ob hier die Chaoskrallen auf uns warten und was wir hier sehen, die ganzen Männer zu Stein verwandelt. Was kann das nur gewesen sein? My lord, the power of chaos is yours. Feuer und Kälte. Unsere Hand. Uriale. Stano. Where is your sister? She won't be long. Look. Here she comes now. Medusa. We can't let you leave here, my lord. Where do you think you're going? Schon wieder Draculas Blut. Whoa, was haben wir denn hier? Dreiköpfige Schlange. Verwende die Chaoskrallen, um die Barrieren zu zerstören. Machen wir das doch. Und da ist sie zerstört und wir haben direkt den nächsten Burgbewohner-Eintrag freigeschaltet, nämlich Gorgo. Als das Blut von den drei Mädchen Besitz ergriff, wurde ihre Besessenheit real. Sie wurden zusammengezogen und aneinander gebunden, sodass sie eine riesige Kreatur mit drei Köpfen bildeten. Aus ihrem Körper wächst eine Reihe fuchtelnder Tentakel, die alles bedecken, wo sie war, das Gestein umschlingen und den Lichtstrahl umklammern, der durch die Oberfläche dringt. In alten Schriftrollen wird die Bestie als großer Gorgo bezeichnet. Es ist ein Wesen, aus dessen Auge sich Magie vergießt, die jeden, der sie ansieht, in Stein verwandelt. Auf seiner harten Haut zeichnen sich als einzige Schwachstelle Gesichter und empfindliche Tentakel ab. Nur wer es lernt, die Kraft der Elemente gegen dieses Wesen einzusetzen, kann das Geheimnis von Feuer ans Licht bringen, das sich in dessen Herz verbirgt. Als er glaubte, alles sei verloren, schloss der Krieger die Bestie in Eis ein und
durchbrach diesen Schutz mit der Hitze der Fackel. Meisterbibliothekar. Aha. Also Feuer und Eis ist der Schlüssel gegen diesen Kampf. Komm, schlag mich! Ach, Chaoskeulen haben wir auch noch, stimmt. Die stabilen Mauern der Burg waren nicht stark genug, um die Wut und den Hass im Zaum zu halten, von denen Dracula erfüllt war. Von dem Verlangen nach Rachen besessen, ergriff der Prinz der Finsternis die Säulen seines neuen Heims an. Aus der Asche entstanden immer wieder neue Bauten, die stets größer waren als die davor, und aus den lodernden Feuern wurde eine blendende Flamme. In dieser brennenden Hitze wurden die Chaoskrallen geschmiedet, die mit unterdrückter Wut gefüllt darauf warten, dass der neue Meister ihre Kraft freisetzt. Da sind sie schon, die Chaoskrallen. Vampirische Kräfte. Die Chaosmacht. Greifst du bei aktivierten Chaoskrallen an, richtest du zum Preis von Chaosmagie mehr Schaden an. Chaoskrallen können Metallschilder von Feinden so erhitzen, dass sie brechen. Ja, wunderbar. Ja, auch hier haben wir die Standardfähigkeiten, ne, die wir sonst so kennen. Ich gehe mal kurz durch, ohne sie vorzulesen. Klar, brauchen wir ich nicht. Denn wie gesagt, das sind ganz normale Fähigkeiten, die wir jetzt nicht unbedingt vorlesen müssen. Ja, Erleuchtung auf diesen Kampf habe ich noch bestritten. Wow, hörst du wohl auf? Widerliche Kreatur. Ist aber relativ einfach, weil man sich hier immer ziemlich schnell heilen kann. An den Tentakeln, die überall hier rumschwirren. Wie zum Beispiel hier, komm, hau mal ein bisschen drauf. Und direkt danach kriegen wir auch wieder Punkte dafür. Seht ihr? Auch so wäre jetzt gut fehlt mit dem Chaosbehälter. Na gut, wollte eigentlich nicht, aber wie gesagt. Ist relativ einfach der Bosskampf. Kein größeres Problem. Wenn ihr halt ein bisschen Leben verliert, einfach einen Tentakel anhauen. Und schon kriegt der neue Chaosmagie. Alles wieder da. So, komm her. Und auch leere Magie. Die braucht ihr nämlich auch in diesem Kampf. Festgehalten, ne? Gefangen, mein Fräulein. Wie soll ich denn das ausweichen? Weiß ich nicht. Ich glaube, das gehört dazu, dass du hier Schaden nimmst. Und nach rechts. Und ins Gesicht. Nimm das. Ey, wird mich nicht fressen. Spuck mich wieder aus. Ich hau dir das Gesicht. Aus dem Kopf. Da waren es nur noch zwei. So, ich brauche ja ein bisschen. Wow. Hör mal auf. Ich brauche wieder ein bisschen Lichtmagie. So, noch ein bisschen Schattenmagie ist vielleicht auch nicht schlecht. Ha, hat sich selber kaputt gehauen. Ne, ja. Ja, so einfach. Ja, gut, war das auch von der anderen Seite her. Aber wunderlich. Natürlich schwierig ist sie ja nicht. Wie Gorgo. Ja, mach das. Widerliche Kreatur. Ja, triff mich. Versuch es. Du wirst es nicht schaffen. Habe ich nicht gesehen. Verdammt. Und da haben wir schon die zweite Hand. Ja, oh. Möchtest du wohl versteuern, was? Aber auch das soll dir nicht so einfach gelingen. Ja, ich weiß nicht, ach, ich kann nach links. Ah, okay. Ja, hier wollte ich mehr, ne? Ja, halt, rauf dich frei.
den Kopf nehmen. Das will ich machen. Da kommt er wieder gucken, der Kopf. Hahaha. Erwischt. Ins Auge. Und der nette Kopf wird abgehackt. Weg mit dir. Oh, macht er jetzt? Oh. Lecker. Nimm das. Der relativ nichts fischwache Nerven, wie es mir scheint. Huhu, hat in der Riesenschlange einfach mal das Herz rausgerissen. In dem sich wohl dieser Kristall befindet. Der Ur-Chaos-Stein. Du hast den Ur-Chaos-Stein gefunden. Ein orangefarbenes Glühen bedeutet, dass ein Gegenstand mit einer Chaosbombe zerstört werden kann. Und wieder haben wir eine neue Fähigkeit erlangt, die Chaosbomben. Beim Schmieden der Chaoskrallen sind mehrere Teile brennenden Minerals entwichen, die in den Tiefen der Festung eingeschlossen wurden. Einige Kreaturen haben danach gesucht, um sich die große Macht des Feuers zunutze zu machen, die in ihrem Innersten gespeichert ist. Doch nur der Vampirfürst ist dazu in der Lage, ihre Macht umzuwandeln und auf seine Feinde zu richten. Haben wir auch die Chaosbomben gefunden. Beim aktivierten Chaosmacht werden die Schattendräusche zu brennenden Geschosse, die beim Aufprall explodieren. Ziele mit dem rechten Zick und, ja, zum Feuern RT, zum Abbrechen, B und ansonsten kannst halt so noch ein bisschen rumlaufen. Immer derselbe Text, den kennen wir ja schon. Wir können über ihren Arm latschen. Das ist ja lustig. Komm, wir laufen mal über den Arm der Schlange. Und sagen Hallo zu all jenen, die uns Böses wollen. Und der erste Schmerzapplikator. Wahrscheinlich genau für die... Genau, für die Chaoskraft. Natürlich. Ist hier noch was versteckt? Nö. Ja? Ist hier was versteckt? Ah, Energie. Sehr schön, laden wir doch einfach mal unsere komplette Macht auf. So, auf hier nochmal ein bisschen. So, wunderbar. Können wir alles gebrauchen. Ist hier noch irgendwas versteckt? Ich glaube nicht, ne? Na gut, dann klettern wir halt weiter nach oben. In der Hoffnung, noch mehr Schätze hier zu finden. Hallo? Hallo, schöne Frau. Paladin oder was? Oder ist das hier eine Statue? Hier geht's auch ziemlich tief nach unten, oder? Wo, ja, okay, Boden erkennt man, aber das ist vielleicht auch für einen Vampirfürst zu tief. Da ziehen wir lieber mal hier den Hebel hier. Oder wir den Mechanismus, wie auch immer wir das nennen mögen. Warum falle ich denn da jetzt runter? Warum laufe ich jetzt schon? Hallo? Hilfe? Warum tust du das, Gabriel? Ach, jetzt sind wir hier unten auf der Brücke. Gut zu wissen. Wirklich gut zu wissen. Hallo?
Ah, guck mal, du brauchst sogar den zweiten Schlüssel hier, deswegen. Ist hier genau, weil genau ein Typ vorne dran. Ich brauche mal ein bisschen Lebensenergie. Ich brauche mal ein bisschen Lebensenergie. Und hau kaputt den Schild. So, komm her, Dicky. Und komm, hau ihn um. Ah, ich wollte den eigentlich. Na gut, das ist spät. Jo, komm her. Was ist das? Komm, ich hau dir die Rüstung. Hallo? Hilfe? So, bist du kaputt? So, lauf, 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 lauf. Ich glaube, ich benutze das Ding einfach mal hier. Komm. Bevor wir sterben, benutzen wir lieber das Ding mal. Yo, ich habe gar keinen. Doch, ich habe noch Chaos gemacht. Natürlich habe ich noch Chaos gemacht. Oh, das wäre jetzt eigentlich gut gewesen, noch ein bisschen auszusaugen. Oh, den habe ich schon gut umgehauen. Komm her! Ja, kleiner Mann. So. Schwieriges Ding, was ist das? Muss ein bisschen aufpassen. Ich glaube, das ist eine Schneise oder sowas, dass ich nachher in Brand stecke. Die ist mir scheißwendig. Verdammt. Ja, okay, ich mache eine Feuerrunde. Sei doch mal nett. Sei nett, Dickerchen. Komm, ich saug dich aus, denn dein Blut kann ich gut gebrauchen. Hat mich ja fast gefüllt. Komm, die Hälfte der unserer leere Magie, die werden wir auch später noch kriegen. Und wir kriegen natürlich einen Schlüssel. Also wir merken schon, teilweise brauchen wir die Schlüssel auch unbedingt, um weiterzukommen. Wie zum Beispiel hier an dieser Stelle. Dann ziehen wir mal voller Kraft diesen Hebel und machen die Tür auf. Ich kann mich sogar noch ein bisschen umschauen, guck mal. Ah, da ist wieder so eine Brücke. So eine seltsame Brücke, die wir schon einmal gesehen haben. Trinke mein Blut und mach den Weg frei. Ich finde es sehr schön, wie sich der Mantel von Dracula bewegt, oder? Ich finde es sehr schick. Ach, da ist der Laden, oder? Vom Chupacabras. Es geht nach oben. Oder nach unten. Ein Holzfahrstuhl, da sind aber die ganze Zeit so Kerzen dran. Ein bisschen gefährlich, finde ich. Oh, my prince. What a great honor to have you in my humble business. Please, come in. Come in. Make yourself at home. We haven't got much merchandise. We've only just opened to the public. Please understand, Majesty. Well then, what do you think of my shop, sir?
world is what you make of it, sir. If it doesn't fit, you make alterations. Now tell me, sir, how may I help you? Mensch, hat ja viele interessante Sachen hier, ne? Nur dieses Kerlchen. Oh, wir können ein Bild kaufen. You have excellent taste, sir. Okay, die Schlüssel kaufe ich mir auf jeden Fall. Das brauchen wir erstmal nicht. Check your shopping basket, sir. Ja, komm, die Bilder können wir jetzt auch mal kaufen, ne? 50. Thank you. Komm. Lebenstein, Gewehr. Oh, komm. A great choice. Sonst noch was hier? Okay, wir haben jetzt die ganzen Sachen hier. So far, my prince. Ich würde sagen, ich kaufe noch den Lebenstein hier. Wunderbar. Schlüssel, Bilder. Ah, die kosten 100. Okay. Ja, nehmen wir mit. Und schon haben wir mehr Leben. Wunderbar. Du hast 5 Lebenssteine gefunden. Deine Gesundheitskapazität ist gestiegen. Ist das hier? You need an arcane object to invoke the power of that mirror, my lord. Okay. Wo ist er denn hin? Hat er sich versteckt oder was? Na gut, ich verlasse das mal wieder hier. Wait, my prince. Your emblem. Der Drache. The dragon returns. Der Talisman des Drachen. Da sie bereits vor Äonen ausgestorben sind, wurden die Existenz der Drachen zu einer bloßen Erwähnung in Legenden und Mythen reduziert. Doch ihr Erbe schlummert im Blut ihrer Vorfahren und wurde an ihre Nachfahren vererbt, die auf die Ankunft des Auserwählten wachten, um sich erneut zu erheben. Eine alte Prophezeiung beschreibt, wie in längst vergangener Zeit ein geheimnisvoller Talisman erschaffen wurde, um die Rückkehr der Bestie sicherzustellen. Erst wenn seine jahrhundertealte Schuppen zusammengetragen wurden, wird der Drache wiedergeboren. Wenn der Talisman des Drachen gewählt ist, haltet ihr zurück, um ihn zu verwenden. Jetzt haben wir alle Gegenstände. Sehr schön. Filmen wir den jetzt eigentlich auch nochmal? Zweitwaffen? Leere Projektion, Alostros Siegel, Talisman des Drachen. Wenn er erwacht, richtet der Drachen zerstörerischen Schaden bei allen Feinden in der Nähe an. Du kannst ihn erst verwenden, wenn du 5 Drachenschulden gesammelt hast. Ach, so ähnlich wie der Dämon im ersten Teil mit diesen Kristallscherben, wenn ihr euch erinnert. Dann verlassen wir jetzt Chupacabras Shop. Zobek will have questioned the scientist by now. I should return to the city. Ja, und hier wäre ja auch ein Siegel, werde ich allerdings hier noch nicht benutzen. Was ist denn hier? Was haben wir denn da? Eine Klinge und ein Zwerg, der diese Klinge hält. Und da ist auch noch eine Wache. Aber liebe Freunde, da schauen wir uns alles in der nächsten Folge an. Bis dahin, euer Moscher. Ciao, ciao.